Hallo und herzlich willkommen zu Elex. Und wir machen doch gleich mal da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und wo war das? Scheiße. Ich glaube, wir wussten gar nicht, wo wir hin sollen. Hauptmission, Kontakt. Ich sollte mich ihnen zu erkennen geben. Auf der Karte markieren. Wo ist denn das? Da oben. Bunker wegstecken. Ich bin mal gespannt, was die zu sagen haben. Oder sollte ich erstmal in dem Dorf was machen? Aber mich interessiert jetzt gerade. Rachefilm, Refugium des Separatisten. Wir sollten direktive Folgen. Wenn ich am Ziel näher komme, sollte ich mich mit dem Kopf des Separatisten unterhalten. Dazu muss ich ihn aber erst einmal finden. Ich werde gejagt und das von fast allen. Den Alps, den freien Menschen, die meine wahre Herkunft kennen und wilden Bestien von Magalan. Zahn um Zahn. Ach, das bloß mit meinem Mordeten. Wo ist das eigentlich gewesen? Oh, boah, fuck. Dafür würde die halbe Karte latschen. Edan, Elex Nachschub. Maschinenteile, wo war das? Da. Also Tatsache, das sind so Altfestungen. Gehen wir erstmal dahin, mal schauen, was wir da reißen können. Wahrscheinlich kriegen wir voll aufs Maul. Was ist das? Dietrich? Nein. Hatte ich eigentlich noch irgendwie. Lass die Technik lieber stecken. Bin ich froh, wenn ich hier raus bin, Alter. Weitergeht, oder? Also zu den Berserkern gehe ich schon mal nicht, Alter, mit ihrem Mana-Scheiß. Können sie in die Haare schmieren. Ach, es wird gerade dumm. Du verkaufst doch gewisse Dinge. Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas ganz Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja. Besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals. Verzieh dich! Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Schlechte Laune? Ach, hör bloß auf. Manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt. Jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern. Wollen meine Splitter nicht, aber im Vorfeld behaupten, sie könnten alles beschaffen. Erzähl mir die ganze Geschichte. Nee, lass mal. Ich muss eh weiter. Mir ist da gerade eine Idee gekommen. Nichts für ungut. Bis später. Shit, wo ist jetzt der andere hin? Ist der da drin? Na sowas. Wo ist, ist der da? Nee. Mist, wo ist der hin? Oh, du. Auch nicht, Werke. Ich will das einfach nicht glauben. Damit geht er mir seit Tagen auf den Sack. Früher oder später musste das ja passieren. Ist das so? So kann das wirklich nicht enden. Ach was. Sätze, denkst du? Werke. Alrik. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal. Du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus? Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Klar, komm zur Sache. Komm zur Sache. Schon gut, schon gut. Also, ich erkenne das Potenzial in dir. Aber lass mich deine Zweifel zerstreuen. Naja, ich Potenzial. Bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten.
Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Ach, hat man das Gespräch nicht schon mal? Oder bilde ich mir bloß ein? Was genau tust du? Gut, das Eis ist gebrochen. Gehen wir ins Detail. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja, Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Du suchst also Raritäten. Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, klar, wenn es Koks, nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Lernpunkte und Fähigkeiten. Cool. Aber ist es denn dasselbe Scheiß, den ich selber schon? Bergbau. Alter, was das kostet, ey. Ja, du mich auch. Echt jetzt? Hör nicht auf diesen albernen Kack. Okay. Kann ich mehrere Sachen auf der Karte markieren? Nee. Koren, Maschinenteile. Ja, das ist das, wo der Extraktor war. Ja, gehen wir erstmal dahin. Lauf, 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 den Berg hinauf. Zack, zack. Oh nein! Ich kann so nicht liegen lassen. Zack. Weiter geht's. Das ist, glaube ich, wo ich raufgelaufen bin, oder? Oh, ja. Junge Hornwolf. Schlüssel hast du keine Chance. Ich dreh dir die Muttern wieder fest. Halt, ich muss ja dann über, scheiße. Okay. Was sind das für mutanten Pilze, Alter? Sehe ich das eigentlich, was das ist? Junge Hornwolf. Noch erwischt die Sau. Komm zur Weide. Ich hab dich schon gesehen. Muss ich gar nicht verstecken. Dreckvieh. Da oben. Ich hätte mir vielleicht Pfeile kaufen sollen. Ich weiß nicht, was alle haben. Das Kampfsystem ist eigentlich ganz cool. Vielleicht ist das ja mit Schusswaffen anders, das weiß ich jetzt nicht. Aber so ist halt voll Gothic-like. Das
sind wir schon da? Oh. Gerade einen halben Weg. Was bist du? Schwacher Critter. Oh. Was für eine Lusche. Aber ich kriege bloß 5 Erfahrungspunkte. Was ist das eigentlich? War mir das schon? Nicht, ne? Aber das ist da, wo die. Ach, das ist da, wo die Kleriker waren. Kurz schnell speichern. Ich denke mal, solange wir da bloß durchlaufen, können wir schnell speichern lassen. Da drüben ist noch was Größeres. Was ist das denn eigentlich? Jetzt bin ich gespannt, ist das ein starker oder schwacher? Lustiger Spezialschlag, aber nun gut. Geht's nicht da? Ist das ein Dorf? Vielleicht ein Außenposten oder so? Oh, verdammte Scheiße! Wir sind von denen. Oh fuck, das ist gerade das Dorf! Das ist ja mal nicht so gut gelaufen. Das nächste Mal schaue ich mir an, wo ich hinlaufe. Ach Gott. Das mal gehen wir noch nicht hin. Dämliches Pack. Wie viele Bogenschüsse habe ich eigentlich noch? 10. Ja, das sollte man sich nicht verschwenden. Halten ganz schön was aus, die Viecher, ey.
Jetzt wüsste ich bloß gern, ob man die einzeln rauslocken kann, die Banditen. Schnell speichern. Fortsetzen. Schauen wir mal, vielleicht können wir den vorlocken. Na komm, Bitch. Helfen die zusammen? So, gerade so. Boah. Alter, zwei Heiltränke, verdammt. Entschuldigung, das müssen wir nochmal speichern. Nee, mehr traue ich mich nicht. Aber da müsste ich. Muss ich da durch? Leichter wäre es, aber ich könnte auch den Umweg nehmen. Sonst würde mir das Jetpack nicht gut ausnutzen. Aber die Kämpfe machen Spaß. Auch wenn man am Anfang... Boah, ganzes Rudel, ey. Alter Schwede. Ich hätte vielleicht doch schlafen sollen, jetzt wird es langsam doch wegen dunkel. Heilpflanzen. Alter, da ist doch was. Kleiner Beißer, den schnappen wir uns. Scheiße, wo ist der? Jetzt werden es dann mehrere sein und ich bin voll am Arsch. Ich bin weg. Guck, dass der das macht. Schön. So macht man das. So kocht man übrigens Hühnchen weichklopfen. Oder was wie Hühnchen ausschaut. Was ist das? Oh, wer bist denn du? Corin. Meins. Na, das war's dann wohl. Jetzt schickt man mir schon Kopfgeldjäger auf den Hals. Kopfgeldjäger? Natürlich. Ich kenne Visagen wie deine doch zur Genüge. Oder willst du mir etwa erzählen, du bist rein zufällig hier? Eigentlich schon, ich wollte eigentlich da weiter. Langsam. Langsam. Erklär mir erst einmal, was Sache ist. Ich habe versagt. Mehr gibt es nicht zu erklären.
Vergiss einfach, dass wir uns begegnet sind. Ich stecke eh schon so tief drin. Ja, dann zieh dich aus dem Arsch wieder raus und sag, was los ist. Zack. Warum hast du dich ausgerechnet hier verkrochen? Seit die Alps ihre Stellung aufgegeben haben, kannst du hier fette Beute machen. Zumindest in der Theorie. Praktisch gesehen ist dieser Ort eine Todesfalle. Noch immer lauert die Gefahr an jeder Ecke. Und wenn es ganz dick kommt, hast du noch ein paar Mutanten im Nacken, die dir die Haut vom Leib reißen. Ganz zu schweigen von der giftigen Brühe, die dir alles hochkommen lässt. Nee, das ist auch eine wirklich gute Deine Bewaffnung lässt zu wünschen übrig. Wahrscheinlich. Ich hatte gehofft, es würde dir nicht auffallen. Aber der Prügel, den ich für gewöhnlich mit mir führe, ist mir aus der Hand geglitten. Mitten in eine Grube hinein. Soll das jetzt zweideutig sein? Sein Prügel ist ihm aus der Hand geglitten? Du könntest nicht zufällig... Nein, ich halte dein Prügel nicht. Warum sollte ich mich der Gefahr aussetzen? Weil du den Eindruck machst, als hättest du mehr Kampferfahrung als ich. Ich würde bei dem Versuch draufgehen, so viel ist sicher. Ich muss sie einfach wiederhaben. Ja, okay. Ich treibe deine Waffe wieder auf. Du wirst sie in der Vertiefung beim Konverter finden. Sei aber vorsichtig und pass auf deinen Rücken auf. Werde ich. Gut. Ich warte so lange hier. Ich bin auf der Suche nach Maschinenteilen. Maschinenteile? Moment. Dann ist ja doch nicht alles verloren. Langsam. Was verloren? Jora hat dich mit keiner Silbe erwähnt. Hat er nicht? Aber dabei bin ich doch beauftragt worden, am Konverter Maschinenteile zu suchen. Hä? Warum wurde ich dann geschickt? Du bist wohl noch nicht lange unter den Berserkern. Wärst du es, wüsstest du, warum er dich geschickt hat. Weil ein Arsch ist. Die Berserker versorgen dich mit allem, was du brauchst. Klamotten, damit du nicht erfrierst. Stahl, damit du überlebst. Und das Gesetz, damit du funktionierst. Und was ist das Problem dabei? Ganz einfach. Fällst du aus dem Rahmen, war es das mit dem Zusammenhalt. Du wirst verbannt oder hingerichtet. Und beides möchte ich mir gerne ersparen. Denn was in den Wäldern vorgeht, ist mir unheimlich. Ja, hast du wenigstens was mal? Die Maschinenteile, hast du welche? Ach, vergiss doch für einen Moment diesen Mist. Ja, ich habe ein paar finden können und nein, ich bin außerstande, weitere zu finden. Sie sind der Grund, warum ich nicht zurück nach Goliath kann. Außer, du hilfst mir dabei, die restlichen zu finden. Das könnte mich vor der Verbannung retten. Man wird darüber hinwegsehen, dass ich so lange gebraucht habe. Eigentlich kannst du mir ziemlich am Arsch vorbeigehen, Alter. Jora gab mir einen Auftrag und den führe ich aus. Was soll das jetzt werden? Du hast mich schon verstanden. Gib mir, was du gefunden hast. Freiwillig gebe ich sie dir nicht. Ohne sie hätte ich nichts vorzuweisen und das wäre mein Todesurteil. Okay. Aber lass mich jetzt hier mal pennen, Alter. Bis zum nächsten Morgen. Sehr schön. Und ist pisst. Toll. Super. Oh, was ist davon? Ist der tot? Schwerfälliger Wühler. Ja, nochmal speichern. Der Speichern ist das beste Spiel, das Freund. Ich höre was. Elixier ist immer gut. Spielzeug-Dino. Objektesicht? Was ist Objektesicht? Oh, Machtstoß. Hä? Was soll das alles sein? Würdet ihr mich jetzt sehen, seht ihr ein riesen Fragezeichen über meinem Kopf. Aber gut, dass wir keine Sims spielen gerade. Das? Ist sie verseucht? Gehen wir mal weiter. Oh fuck.
What? Boah, das sind die fetten Ratten.